Was für ein Trick ist besser für euch geeignet? Rayleigh oder Beckul am Anfang? Vielleicht lasst uns kurz die Vor- und Nachteile abwiegen. Eindeutiger Vorteil vom Rayleigh: der Bewegungsablauf ist ein bisschen leichter und nachvollziehbarer. Ja, ich hau nur das Brett ein bisschen nach hinten, Blick nach vorne, ja, Handel so hier unter meinem Kinn, wenn ich einen Klimmzug mache und wieder rein. Man kriegt auch ein bisschen mehr mit, hat ein bisschen bessere Aussicht. Ja. Bei der Beckul muss ich immerhin eine 360-Grad-Drehung machen, vertikal, also kopfüber. Und für manche Leute, die nicht so gerne Saltos machen, die auch nicht gerne, keine Ahnung, noch nie ein Salto ins Wasser gemacht haben vom Sprungbrett oder so, für die das einfach ungewohnt ist, ist halt vielleicht der Rayleigh vom Bewegungsablauf ein bisschen leichter nachzuvollziehen. Ja? Das wäre definitiv ein bisschen ein Vorteil vom Rayleigh. Nachteil, dass er, wenn man den nicht steht, den Rayleigh, vor allem wenn man ihn knapp nicht steht, wenn du knapp das Brett nicht mehr reinkriegst, halt der Rayleigh schon ziemlich weh. Er kann ziemlich wehtun, von dritten Brillen und blauen Augen und was weiß ich alles. Er weiß einfach, weil es sich so frontal nimmt. Also immer alle Stütze frontal aufs Gesicht sind halt gefährlicher als die nach hinten. Ja. Auch Wirbelsäule bitte durch. Und bei der Backroll, ich sage gerade am Anfang, man kann es wirklich auch ganz niedrig machen, die Backroll. Da landet man dann eher so am Rücken oder auf der Rücken oder vielleicht Hüfte seitlich. Die tun nicht ganz so weh, die Backrolls, sag ich mal. Da schont man sich schneller mal rum, auch wenn man niedriger ist. Und so ein Rayleigh kann man auch ganz niedrig machen, Mini-Rayleigh, aber das erfordert schon ein bisschen mehr Kraft auch und Feingefühl. Ja. Deswegen im Vorteil von der Backroll, da kann man wirklich mal mehr Stütze in Kauf nehmen als beim Rayleigh, würde ich sagen. Gut, da muss man halt immer entscheiden, ob ich jetzt an einem Sesic System 2.0, sprich an einer 2-Mast-Liftanlage oder an einer großen Anlage meine ersten Inwards probiere. Ja? Früher, wie ich nur eine große Anlage unterrichtet habe, bin ich eher mehr auf Backroll gegangen, habe ich bessere Erfahrungen gemacht, habe ich gesagt, 90% der Leute haben wirklich zuerst eine Backroll bei mir gelernt am großen Lift und dann erst den Rayleigh. Ja? Und jetzt, dank des Sesic System 2.0s, muss ich sagen, hat sich fast ein bisschen umgedreht. Ja? Weil beim Rayleigh gibt es ein paar wirklich schöne Vorübungen, nämlich zum Beispiel dieser Bauch-Rayleigh-Start, ja, oder dann auch der Rayleigh um die Kurve, dieser Kurven-Rayleigh mit verkürzter Leine. Und da haben wir jetzt eigentlich fast mehr Leute, die zuerst den Rayleigh am System lernen und dann die Backroll. Ja? Aber es muss sowieso jeder für sich ein bisschen herausfinden, ob er mehr der Rayleigh- oder Backroll-Typ ist. Was auch gut ist, ist eben nicht immer nur eins probieren, sondern auch unbedingt das zweite auch ein paar Mal. Also ein paar Rayleigh-Versuche, ein paar Backroll. Oder auch sobald ich meinen ersten Rayleigh stehe, nicht zu lange warten, nicht zuerst 2 Monate lang nur Rayleighs machen und dann erst die Backroll machen, weil dann entfernt ihr euch immer weiter von der Backroll, sondern wirklich gleich kurz drauf auch schon mit der Backroll anfangen. Das würde ich empfehlen.